Willkommen zu Dark Souls 2 Skull of the First Sin. Hier ist wieder euer Gonzo und wir wollten in die Dunkelheit schreiten. Wisst ihr noch, ne? Moment, ich habe meinen Ton ausgelassen. Mal wieder lasse ich die Kopfhörer aus. So, ich habe einiges an Zaubern ausgerüstet, wie üblich. Jetzt nichts Besonderes. Aber das Havel-Schild kann verdammt viel blocken. Das ist der Hammer. Megamäßig. Wir suchen jetzt Grendal, heißt er oder so ähnlich, ne? Grendal war das doch. Wir gehen jetzt hinten rum über den Skorpion-Bossraum. Ich habe gerade Druck auf den Ohren. So, er ist weg. Ich habe mir eben die Nase geschneuzt. Ich bin so ein bisschen Heuschnupfen und so, ne? Seid ihr auch Heuschnupfen? Ich bin Heuschnupfen. Aber ich habe nicht mehr Rücken. Die moderne Ausdrucksweise, naja. Ja, ich glaube, ich hatte doch einmal den dunklen Eid bereits gemacht, ne? Habe ich da oben diesen nutzlosen Gegenstand einfach liegen lassen? Naja. Ich habe eines von diesen Leveln gemacht. Es fehlen noch zwei Level und anschließend fehlt ein Bosskampf. Das wird keine leichte Angelegenheit. Das ist ein sehr schwerer Bosskampf. Aber wir sind ja relativ unsterblich. Wer kichert denn da? Wer kichert? Da fällt mir etwas ein, was absolut nicht zum Thema passt. Ich habe letztens Humus probiert aus Kichererbsen. Tja, hättet ihr nicht gedacht. Da ist er. Finally, you are here, young undead. Now, open the depths of darkness. Young undead, the dark awaits you. Ich schwöre, ich habe das Dunkle nur einmal ausprobiert in der Teenager-Zeit. Wie auch immer. Menschenbild geben, Eid leisten, muss ich wohl zuerst. Ich glaube, ich war im Drachen-Eid, ne? Der ist hier leider ziemlich unnütz, aber wir haben ja wieder Dark Souls 1, das Remastered. Da kann ich endlich wieder den Drachengelüsten frönen. Was können wir denn bei ihm kaufen? Wie wär's mal damit? Oh, Asketenleuchtfeuer, 10 Stück. Geil. Und guck mal hier. Die nehmen wir auch mit. 3 Stück, 3 neue. Obwohl wir endlich jetzt neu farmen können. Und einige seltsame Zauber, die wir nicht brauchen, aber immer her damit. Finsterer Hagel. Tiefe Stille, egal, alles her. Ich habe zu viele Seelen. The mouth to the dark chasm is not normally open. If you seek the dark, young undead, you must offer a human effigy. Die Menschlichkeit ist ja verbunden mit der Dunkelheit. May the dark shine your way. Insoweit macht das Sinn. Ja, ist okay. May the dark be with you. Ja, kennen wir. Aus diversen Filmen. Obwohl Mel Brooks sagte The Schwartz, ne? May the Schwartz be with you. So, wir sind Teil der Dunkelheit. Wir sind ein dunkles Phantom in einer dunklen Höhle. Und ich meine, eigentlich ist die gar nicht so dunkel, oder? Das ist eine ganz tolle Höhle. Einfach mit dunklen Texturen überzogen und fertig. Übrigens, der Grund, warum ich mich jetzt so oft verspreche, ist, ich nehme das gerade mittags auf. Es ist heiß, ich bin müde. Mittags habe ich meine Mittagsmüdigkeit. Warum fehlt mir Lebensenergie? Sehen Sie mich? Sehen Sie mich bereits? Warum ist das Bild eigentlich so verdammt hell und ausgeleuchtet? Ich sehe alles. Wieso? Habe ich meine Fernseheinstellungen irgendwie geändert? Ich kann leider noch niemanden ordentlich ins Visier nehmen. Ah ja, danke schön. So, komm her. Komm du mal her. Komm du mal zu mir, damit es fair bleibt. Na, perfekt. Mit deinem Bogen kannst du mir gar nichts. Ich kill dich oder ich werf dich da runter in den Schlund. So, dann komm. Das ist, ja, ich hab's doch gesagt. Egal. Du heilst dich
Wie lange hältst du das durch? Oh, nicht sehr lang. Nicht sehr lang. Herrlich. Das lief ja recht leicht. Ich habe das schlimmer in Erinnerung. Wie schwer kann der Weg schon sein? Und denk dran, wir müssen uns nachher einen Weg aussuchen, den wir bis zum Ende laufen, um jedes Mal den Boss neu zu machen. Dann müssen wir jedes Mal einen Gang lang laufen und alle Gegner platt machen. Und ich glaube, die kommen auch für ewig immer wieder. Die verschwinden nicht einfach so. Ich sehe gerade, ich habe 50 Asketenleuchtfeuer, das wird reichen. Nebenbei mache ich gerade die Uploads fürs Wochenende. Ich lade Dark Souls hoch. Dark Souls 2 lade ich hoch fürs Wochenende. Und ich habe gleich noch Dark Souls 1 zu verarbeiten, ganz dringend. Und, ach, vielleicht mache ich die hier noch vorher. Ich lade einfach gleich auch Dark Souls 1 mit hoch und verarbeite dann gleichzeitig das hier. Am besten auf unterschiedlichen Festplatten. So, ich glaube, der nächste Raum wird noch schwieriger. Das war es jetzt noch nicht. Ansonsten wäre das viel zu kurz und zu knapp und der Weg wäre viel zu einfach. Aber denkt dran, der Weg zu diesem Level war ja ein bisschen umständlicher, ne? Die anderen beiden Wege haben direkt Leuchtfeuer dran. Das ist aber auch nicht das Schwerste jetzt hier, ne? Wir haben schon zwei Estus verbraten. Ist dies der beste Weg? Und ich weiß auch nicht, ist der Schattenschleicher eventuell gegen Magie anfällig oder nicht? Ja, das brauchen wir erstmal nicht. Erfolgreich. Wir stürzen uns in die Tiefe und sind mit diesem Level fertig. So. Fehlt nur noch ein Level. Dazu gehen wir wieder runter zum Verkommenen. Ich bin fertig. Ich bin raus. Da habe ich wieder 35.000 abkassiert. Das war mal so schwer, ja, dieses Dunkelheitsgedings, dieser Covenant. Das war das Schwerste am Ende. Ihr habt euch das aufgespart bis zum Ende, weil das so verdammt schwer war. Und dann kamen die DLCs. Dann sagte From Software, hey, wir haben hier was ganz Neues ausprobiert. Mach das mal. Das ist auch gar nicht so schwer wie das Dunkelheitsgedingsel. Ha, von wegen, es ist schwerer. Gucken wir mal, der Verkommene, wo war der denn? Der war, irgendwo war es dunkel und giftig und grün leuchtende Puppen waren da und hier. Oder? Nein, 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 das sind die Holzbauten da drüber hier, das grün leuchtende. Hier ist das geheime Leuchtfeuer, wo eine Statue vor war. Auch nur in Scorn of the First Sin, im Originalspiel war da gar keine, man konnte einfach da reingehen. Warum habt ihr das getan? Wieso? Und dann diese DLCs. Ihr wolltet uns doch quälen. Die Frage ist auch, wie gut ist Havels Schild gegen den Flamelurker? So, hier kann ich gar nicht so viel sehen. Wie weit muss ich laufen? Um, oh, ja, zu Grendal zu kommen. Was, das Vieh verfolgt mich auch noch. Au. Das ist die einzige Attacke von diesem blöden Wurm. So, du falsche Hand. Geh doch kaputt. So, seht ihr was? Ist es das oder ist es das nicht? Oder mussten wir weiter zur Seite? Nein, und ich laufe drauf zu und drauf los und... Ah, so ein Mist. Ihr seid gestorben. Okay. Ist ja okay. Gucken wir mal, ob die Krone hält, was sie verspricht. Die Krone, die mich vom Fluch befreit. Menschlich. Es ist so genial. Das ist ein so genialer Abschluss. Ganz am Ende muss man keine Angst mehr haben vor dem Untoten-Dasein. In die Fresse, in die Hand. In deine Handfläche. Also da sehe ich nichts. Also es müsste theoretisch dieser eine Weg sein und fall jetzt da bloß nicht runter. Okay, das zieht dem schon ordentlich ab, ne? Da kann ich auch schon häufig schwingen.
Wogegen ist der, ich will immer Flamelurker sagen, davon ist ja auch der Name inspiriert. Aber wogegen ist dieser Shadowlurker besonders anfällig? Da hat er, glaube ich, eine Feuerresistenz und eine Magieresistenz oder so, ne? Kommt da schon der zweite Wurm raus. Hier ist es. Ja, da sitzt er. Finally, you are here, young undead. Now, open the depths of darkness. Young undead, the dark, may the dark. Jetzt habe ich es versehentlich weggedrückt. Schade. Es kann sein, dass diese Hand, die einen verfolgt, auch hier runter reinkommt. Deswegen immer umdrehen. Ich gebe dir ein Menschenbild, du machst mir das Tor auf, wir gehen in die Dunkelheit, ich töte alles, fertig. Diesen Weg hier nehme ich nicht. So. May the dark shine your way. May the dark shine. So, dass ich versuche zu überlegen, wo wir jetzt sein könnten. Das eine war mit Havel. Ich glaube, das haben wir schon. Das habe ich am häufigsten benutzt, weil das direkt ein Leuchtfeuer hat. Da kommt man am schnellsten hin, ist aber auch eines der härtesten wegen Havel. Dann haben wir jetzt hier eins, was ein bisschen... Genau, das ist das Verworrenere. Guckt euch den an. Der hat zwei von diesen Riesenhammern. Der Typ ist der Hammer. Aua. Wie der sich fortbewegt. Für so einen Fettsack nicht schlecht. Natürlich wäre hier der Blitz perfekt. Er hat natürlich seine schöne dicke Eisenrüstung. Aber die Dunkelheit erfüllt ihren Zweck. Wie immer. Bei menschlichen Gegnern sowieso sehr zu empfehlen. Ich habe vergessen nachzuprüfen, wogegen der Shadowlurker empfindlich ist. Yeah! Die Geister sind auch auf jeden Fall sehr empfindlich. Ein Pyromant. Ich wette auch, der Pyromant ist sehr empfindlich auf Dunkelheit. Hey, guckt mal hier mit dieser Xanthu-Krone. Aber hätte ich jetzt mal mein Steinschild ausgerüstet. Verdammt. Ich meine, der Shadowlurker hat verschiedene Elemente, oder? Mit denen er angreift. Da wäre dieses Schild wahrscheinlich wesentlich besser geeignet als alles andere. Jetzt bleibt doch einmal gerade stehen. So, jetzt wirst du zugespammt. Entweder weichst du aus oder du stirbst. Wenn du mich angreifst, stirbst du. So ist der Deal. Oder du bleibst stehen, bis du stirbst. Auf jeden Fall stirbst du. Hier ist niemand mehr. Gut, allzu schwer ist es nicht. Bis jetzt drei Gegner. Das Problem ist der Weg hierhin. Der ist sehr nervtötend. Hier war doch bestimmt eine Falle, ne? Hier läuft man hin und dann kommt von hinten einer und schubst einen oder so. Ich höre doch Gelaufe. Erzählt mir doch keinen. Ich habe Angst. Sind das nur meine eigenen Fußspuren? Mein eigenes Gelaufe? Ja? Das bin nur ich. Das bin nur ich. Da ist niemand sonst. Okay. Da ist niemand sonst. Man wird ein bisschen paranoid, wenn man zu lange Souls spielt, glaube ich. Das ist nur meine Fackel. Das dritte Feuer brennt, aber ich muss auch den dritten Sprung wagen. Oder fällt mir ein, der dritte Sprung wird sofort der Sprung gegen den... Dings. Lurker. Gegen Lurker. So. Wir müssen sofort gegen den Boss kämpfen. Sobald wir wieder in die Tiefe springen. Benutze ich doch einfach mal hier meinen härtesten, dicksten, stärksten, fabulösesten aller Zauber, der voll daneben geht. Zumindest hat er versucht auszuweichen. Das hat mich gerettet. Tja, der ist schneller und effektiver.
Okay. Ein paar habe ich noch. Und ich wette, einige Gegner haben wir auch noch. Nochmal die drei. Komplett die drei. Noch einmal. Für diesen Weg hier entscheide ich mich nicht. Guckt euch das an. Hey, super. Super. Asketenleuchtfeuer. Super Einstieg war das. Ich habe Angst. Ich habe Angst, das ist ein harter Gegner. Die Aufnahmezeit ist fast um. Wir haben diesen einen Versuch, würde ich sagen. Mal gucken, ob es klappt. Ich habe eine schnelle Rolle. Vielleicht beschieße ich ihn ein bisschen. Und ich habe immer Angst, dass dieser Sprung hier glitscht. Dass das Spiel das nicht rafft, dass das eine Tür ist. Ich habe da jedes Mal Bammel. Jedes Mal Angst vor. Au. Dunkelheit. Okay, guckt euch diesen verdammten... Ah! Wieso blocke ich nicht? Wieso blocke ich nicht? Habt ihr gesehen, was für einen Schaden ich gemacht habe? Was für einen Schaden ich ausgeteilt? Ich habe das erst beim zweiten Hinblicken gesehen. Das kann doch nicht wahr sein, was ich für einen Schaden mache. Das ist doch nicht wahr. Und ich hatte so einen Schiss. Und was macht mein Schwert? Wie viel Schaden macht mein Schwert? Das müssen wir ausprobieren. Ich will sofort zurück. Ich will da wieder hin. So, wir nehmen aber den leichteren Weg. Wahrscheinlich den schwereren. Das in meiner Erinnerung ist alles schwerer. Alles schwerer. Das ist merkwürdig. So wie Harvey, der sagte, kann es sein, dass Dark Souls Remastered leichter ist? Ich erinnere mich daran, es war sauschwer. Okay, wir sind jetzt auch voll extrem aufgepowert. Ne? Wir sind jetzt der Held überhaupt. Der Superheld. Wo war's? Hier. Ich nehme diese Tür. Ja. Ein Menschenbild abgeben. Wir haben. Ach, nein. So, ja. Bitteschön. Das kommt davon, wenn man so schnell drückt. Ja. May the dark nein. Shine your way. Komm, ich will rein. Ich will das nochmal machen. Wenn jetzt Havel kommt, dieser blöde Kerl Havel. Boah, wie viel Schaden machen wir denn mit dem Schwert? Das muss ich rausfinden. Jetzt, wo mein Schwert ein reines Magieschwert ist und nur Schaden voll auf Magie macht und nur noch von der Magieabwehr quasi absorbiert wird, das macht etwas mehr Schaden als gemischter Schaden. Aber Magie scheint echt hier der Trumpf zu sein. Gegen Havel auch erstmal. Wow. Ha! Doppel-K.O. Wie langsam mich dieser dämliche Stein geheilt hat, ne? Hätte ich mich mal auf mein Estus verlassen. So, komm du her. Ich hab den Geist da hinten vergessen. Ah, und Ricard hätte ich natürlich von hinten angreifen müssen. Ricard ist der Typ mit dem Degen hier. Da gab es diesen Charakter in Dark Souls 1. Der kam nämlich auf Sens Festung mit der Rüstung, mit dem Degen und vielleicht auch genau dem Schild, ich weiß es nicht. Aber es scheint Ricard zu sein. Jetzt habe ich so einen dämlichen Tod zu verantworten. Das war so unnötig. Fine. Na, ja. The mouse. Ein Menschenbild. Diesmal... Versuche ich... Versuche ich mit den Kristallseelensperren reinzukommen und den Lurker sofort mit den Kristallseelenpfeilen zu bombardieren. Mal gucken, wie das funktioniert. Vielleicht brauche ich einen Zauberbeschleuniger. Den habe ich schon. Und Magieverstärkung habe ich auch schon. Irgendwas, was mich... Die Rüstung wird mich ja nicht schützen. Ne? Die Rüstung bringt ja nichts beim Shadowlurker. Ich brauche irgendeine Kluft. Irgendwas locker Leichtes.
was mich vor Magie schützt. Also ziehe ich einfach meine Magieklamotte an. Wie wär's damit? Das war reines Glück, dass der Erste getroffen hat. Der schien irgendwie sein Ziel zu suchen, ganz automatisch. So. Da bist du weg. Hier war das, genau. Deswegen war ich so panisch. Nein. Wenn man nämlich da zu dem Feuerbrunnen geht, dann kommt er nämlich an. Von hinten angeschlichen und piekst einen in den Tod. War hier irgendwo ein Abgrund? Da war keiner. Okay, hier kann ich mich schön in die Ecke stellen. Bing! Hart, was? Das ist hart. Todesgespamme hier. Drecksack. Was hat er jetzt? Er plant was. Seinen eigenen Tod. Gut, gut. Dunkelheit habe ich noch. Dann haben wir noch eine Gegnerin. Ich hoffe, das war's. Damit ist das wirklich der einfachste Weg. Und ich glaube, wir können auf die Rüstung des Weiteren auch hier verzichten, oder? Wir ziehen die geile Robe wieder an, jetzt gleich, und zaubern uns den Weg durch. Ich würde sagen, dass es jetzt so gut geklappt hat und wir jetzt auch erstmal unsere Zauber aufladen können und müssen. Warten wir hier. In der Hoffnung, dass kein Gegner kommt. Und ich beende die Folge. Beim nächsten Mal geht es direkt hier weiter. Bevor ich jetzt hier weiter hetze, wird jetzt ganz in Ruhe mich umgezogen. Wir sehen uns dann, wenn ich hier fertig bin. Dann startet die nächste Folge. Ich bedanke mich fürs Reinschauen. Das kommt mir ganz kurz vor. Haben wir diese Folge überhaupt irgendwas gemacht? Das ging jetzt ratzfatz. Vielleicht bin ich auch einfach gerade ein bisschen überdreht. Und so. Weil ich müde bin und dagegen ankämpfe. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet eine geile Folge. Ich hoffe, es entspannt euch von der Woche. Ich höre immer wieder so, ja, Wochenende und wir gucken deine Videos. Entschuldigung, wenn es heute ein bisschen abgehetzt klingt. Ich versuche gleich, die Folge ein bisschen geschmeidiger laufen zu lassen. Macht's gut, ciao, bye bye, bis morgen. Euer Gonzo in Dark Souls 2, Scholar of the First Sin.